Und willkommen zu Part 12 von Nier Automata. So. Jetzt können wir nicht mehr reingehen. Ich wollte es letztes Mal nie anfangen. Weil ich die Befürchtung habe, das wird dann wieder ein bisschen zu lange dauern. Und leider konnte ich diesen Pot nie rausfischen. Ah, es kann sein, dass es wirklich später geht. Okay, die haben immer meine Stufe. Muss man wissen. Das wird das immer mal auch schwer dann, schon ganz schön zu schlagen. Wenn man 90 erreicht hat, stirbt man einen Treffer. Zumindest war es bei mir so. Ich weiß auch, ein bisschen Verteidigung reinnehmen könnte. Oh. Nein, streff die nicht mehr. Ich wollte die alle irgendwie wegkugeln. Oh. Stimmt, hätte ich auch noch gehabt. Verkugel die einfach weg. Also wollte ich zumindest, aber... Meine Schüsse sind verdammt stark. Die sehen mir ihre Kugeln hinterlassen, die ich nicht wegschießen kann. Ja, Schlaschen geht jetzt Schaden, das wär's gewesen. Weg damit. Ja, stimmt, schon noch R2. Da bin ich ein kleines Stück schneller sogar. Ja, ein paar haben überlebt. Ich wollte eigentlich alle treffen. Okay, bin ich jetzt da? Echt viele Maschinen, die dieses Schiff da angreifen. Weil das Ding sinkt ja schon, oder? Wie es aussieht. Also ein Schiff scheint noch nie wirklich allzu effizient zu sein. Na gut, machen wir es halt mal fertig hier. Sofern das überhaupt möglich ist. Ja, sieht wirklich groß aus. Na, gelogen. Das soll vielleicht für die ganzen Fabriken, für die ganzen Maschinen mal fertig machen. Ja. Die Kohle hat gelassen, Flug. Er zielt mit irgendwas auf mich, oder? Leider warst du unfähig zum Ausweichen. Raketen. Ich will permanent hier angreifen. Okay, er macht seine Kanone wieder. Achso, ich kann doch ausweichen. Okay, ich hab kurz überlegt, kann ich überhaupt ausweichen? Sah irgendwie so aus. Oh, das war effektiv. Enemy aerial unit destroyed. Reverting back to area recon. Wait, I'm still picking up a large enemy presence. Didn't I kill that already? What on? If it's that big, we should be able to see it. That's new. Is that a machine?
Der ist wirklich groß. Okay. Den zu besiegen könnte ganz einfach sein. Was muss ich hier als andere platt machen? Crap! It's blocking close range attacks with EMP blasts. We've gotta find another way to damage it. 2B, Command is attempting to launch a satellite laser strike on your target, but the enemy's electromagnetic camouflage is making it impossible to aim. We need you to find the emitter and take it out. Oh, is that all? I know, but it's the only way. Okay, das ist ein EMP generator target confirmed. Marking on map. Proposal. Destroy the generator quickly. Ja, dann wird es eigentlich hin, ne? Nicht nicht so aus. Auf damit. Sie haben ein Raketen auf mich. Enemy data obtained from command. Go ahead. The only known record of this machine life form is a lone sighting 320 years ago. Upon reaching land, the unit unleashed a devastating electromagnetic wave attack. All resistance fighters in the vicinity were annihilated. So basically, if this thing reaches land, we're screwed. Yep. Affirmative. Ich soll auf unten zu lesen. Ich meine, ob der einfach durchlässt, ist das auch nochmal ein Ending. Aber da müsste ich jetzt alles normal machen, deswegen mach ich das jetzt nicht. Können wir später alles machen. Spiel alle Endings mal sammeln. Ja, Stufenaufstieg. Da kommen echt viele Gegner, das ist echt praktisch. Okay. Achso, ich dachte, das ist für jeden einzelne Balken. Ich kann ihn nur angreifen, wenn die ganz unten oder oben sind. Ja, hör auf damit. Okay, da oben noch. Bin sie jetzt unten. Stirb, 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 stirb. Raketen. Okay, jetzt hier ist ein Kampf, der ist doch normal echt leicht. Ich werde dabei schwer. Besser in den Kopf. Electromagnetic interference eliminated. Preparing for satellite laser strike. Ich lebe immer noch. Oh, come on! It's got an electromagnetic barrier over its whole body? Having trouble over there? Are you Yorha? Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ. I'm the commanding officer, 4B. Don't worry, we'll take it from here. Ah, das sind viele. 2B, let's leave this area to the reinforcements. I have an idea. You and I should meet up at the spot I just marked. We've got mortars lining the shoreline here. All the EMP shielding in the world won't help against close-range mortar fire. Got it. Okay, hier haben wir doch eine fette Kanone für einen Granatwerfer. Hier ist ein Jorl-Ding drauf. Wo sind wir hier eigentlich? Kann ich die Karte aufrufen? Nö. Schade. Okay. I'll help A. Thing's armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth.
Das sollte funktionieren. Warum kann ich es nicht lenken gerade? Dann machst du wieder zu. Ja, verdammt. Ich dachte, ich kann das selber zielen, aber. Es wackelt einfach nur. Ich muss so im richtigen Moment R drücken, also. Also gut. Hier zum Beispiel. Guter Treffer. Warum hat das Ding überhaupt ein Maul? Und ja, die Maschinen vertraut ja und echt was Gutes dir baut. Ja, und noch ein Treffer. Aber alle guten Dings sind drei, wie immer in jedem Spiel. Drei Treffer, drei Passen, das ist immer die drei. Ah, nein. Hat gezählt. We gotta bail, 2B. This is bad. Are you all right, 2B? Okay, ich will Maschinenunterstützung hier. Okay, ich lasse das Ding versenkt irgendwo, gegen den Willen. 9S is leaving the front lines. Proposal, 9S should be reported to command as a deserter. No! He has a plan. Just hold on! Das Ende schlitzert hier. Krieg ich eigentlich auch Pascal an, oder? Ich meine, es ist halt auch eine Maschine. Ich glaube, die greifen ihn tatsächlich schon ran. Sie hätten ja mal mehr Maschinen verdient. Ja, baut die überhaupt. Ja, baut die überhaupt im Feind. Sollen wir vielleicht mal raus? Okay, das ist noch so ein Ding. Ich kann einfach hier stehen und. Der ist ja weg. Okay, solange ich einfach angreife, kann ich all seine Kugel kaputt machen. Ja, lenk das hier zu mir. Da unten komme ich gerade nie ran. Das Lustige ist, dass ich fliegen kann. Jetzt aber nur noch die fette Kugel. Wenn er mal kurz aufhören würde mit angreifen, könnte ich schon Raketen machen. Ich sehe schon, der hört nicht auf. Ich kann sie meine Raketenlader nicht starten. Ja, gut, ist auch nicht notwendig unbedingt. So, EMP-Generator weniger. Ach, da oben ist noch einer. Das sind noch mehrere. Die muss ich davon kaputt machen. Oh! Da bin ich nicht ausgewichen.
Hätten wir uns ausweichen können wahrscheinlich. Ich meine, wie groß ist der? Ich meine, das ist ja nur der obere Teil, den man sieht, oder? Aber so hier kommt Beschützmaschinen den. Da ist außer Kontrolle gerät und. Man kann es ausweichen. Okay, dann könnte bald noch ein Level abkommen, oder? So wie ich ja gerade zerstöre. Ja, ich krieg's auch wieder mal drauf, aber ich heile mich so viel. Ich sehe zwar nichts, aber. Das muss ich ja wohl noch nie. Okay, das ist noch so ein EP-Generator. Okay, so mal gleich. Zwei Kugeln kennst du einen Dauer auf den Schuss und die anderen machen diese Klingkugeln. Ich meine, von der Perspektive ist es gar nicht so einfach abzuschätzen. Ich treffe gerade nicht, jetzt treffe ich. Das ist ein sehr einfacher Gegner. An dem Punkt. Ja, es macht gut Schaden. Aber da ich einfach nur stehen brauche und angreifen drücken, ist es sowieso relativ einfach. Okay. Party for the missing Yorha members at once. To be. Nines. Don't die on me. Ich meine, streng genommen können die noch neue bauen, oder? Hat er seinen Kopf verloren? Ziemlich kopflos, der Bursche. Okay. Ich kann ich das jetzt machen mit den Angeln? Ich will den anderen Pott. Erstmal aufstehen, erstmal angeln. Okay, er muss doch eintauchen. Okay, warten kurz. Man muss ihn doch angeln, oder? Ich glaube, er muss in der Mitte angeln. Okay, hier drin ist nichts. Okay. To B to Bunker. Come in. Over. Operator to... To B? To B, are you alright? Running system diagnostics. Core functionality appears intact. Thank goodness. Never mind that. I need a status report. Roger that. In regards to the giant machine that attacked the shore, it ceased its resistance 8 hours ago following your missile strike. 8 hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region. We're having trouble getting them back online, which means data uploading is currently unavailable in some areas. Where's 9S? Yeah, about that. We picked up a faint black box reading, but it wasn't strong enough to lock down his position. If you found something, that means he must be alive. Put in a request to the commander for immediate approval to begin a search. Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving Yorha members. If you find 9S, let me know, okay? Will do. To be out. Okay, was 9S?
Man kann gar schon eine Mail kriegen, dass hier irgendwo ein Pot sein soll. I need you to scan for any nearby black box signals. Scanning complete. No signals detected. However, a dynamic scanner is required for detection of weaker signals. Never heard of it. Said dynamic scanner may be located in the resistance camp. Proposal. Further information should be obtained from the resistance leader. Let's go. Ich habe einen Wasserflug geangelt. Commencing. Wo ist er hin? Da hinten. Catch lost. Okay. Man kann ja einen Pott rausziehen. Ach, das kriegt man garantiert. Und jetzt geht ja sein, dass er drinne liegt, ne? Ja. Ich habe einen Reifen geangelt. Wie schlecht, die kann aktualisiert. Okay. Letzter Versuch. Da ist er! I caught a pod? Hypothesis. The owner discarded this pod and left it in safe mode. Motives unknown. Pod, reset it and try to overwrite the original owner ID. Activation complete. Access granted. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Okay, jetzt kann ich meine Pots wechseln. Das ist ein Dauerlaser. Okay. Man kann ja noch später andere Attacken hinzufügen. Achso, der andere ist gerade überladen, deswegen. Okay, wenn man auflegt, kommt dann der zweite dazu. Hier liegt übrigens eine Joa-Einheit. Vielleicht ist sie ja von ihr. Ich bin auch froh, dass ich die Mission letztes Mal doch nie noch angefangen habe. Das hätte viel zu lange gedauert. Da können wir mal lasern hier. Ja, macht jetzt nicht den Unterschied. Müsste mal alles noch ein bisschen aufwerten. Weil ich unbedingt mal tun muss. So, da ist schon mal kurz das Testen. Ah, jetzt haben wir zwei, ja. Voll cool. Dann dauert das Aufladen allerdings länger. So, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube noch irgendeine Nebenmission anfangen. Was hat die eigentlich gegen meinen Transportbox hier? Da würde ich doch mal direkt zum Bunker gehen. Und gucken, ob ich was aufwerten kann. So, Terminal muss ich, ne? Das war links, oder? Ich verlaufe mich einfach immer wieder. Hangar, ne? Da ist 7B. 8B. Terminal. Okay. Liegt denn hier? Eine Fähigkeitssalbe. So, Hier hätte ich noch weitere Attacken, die man freischalten kann. Speer, Klinge. Ein Schild. Ja, für physische, für Projektil. Das ist ein Nahkampfangriff sein. Hör mal, da hat er glaube ich schon mal ein Ereignis. So, hier kann man erstmal Dinge kaufen. Wie das? Ach, ich bitte mir für alles. Okay. Ich weiß nicht, wo ich Strecke gedrückt habe. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder viel mehr Platz. Wir könnten kritische Treffer besser machen. Wir könnten Projektilangriffe besser machen. Was haben wir denn noch so? Ja, Verteidigung braucht so viel Platz, ne? Das ist halt.
Das wird klassisch reingehen. Das ist nicht ganz. Punkt hier, Anti-Kombo-Schaden. Hab ich das nicht sogar schon drin, ne? Eine Sekunde. Maximal LP. Gutes Heilung. Ja, das ist es. 2 Sekunden. Oh, 13 Platz. Können wir auch das reinnehmen? Das braucht viel weniger. Schaden saugen. Das wird schon entfernen. Das ist alles nach oben bewegen. Ich wünschte, man könnte das irgendwie automatisch machen. So, bei Unterstützung. Okay, so, was haben wir eigentlich hier noch? Bewegungstempo, Erfahrungspunkte, Autogegenstand. Die ist jetzt auch nicht so gut. Können wir eigentlich tatsächlich mehr Verteidigung rein? Weil normal ist das gar nicht so notwendig. Schnell wäre mein Angriff schon cool. Man könnte kritische Treffer reinnehmen. Hier haben wir schon +2. Dann erstmal kritische Treffer rein. Noch mehr Feuerkraft. Und 7 Punkte haben wir noch. Stabilität. Man könnte maximal Leben noch erhöhen. Haben wir noch 3 Punkte frei. Für 3 Punkte kriege ich aber wohl nichts mehr rein. Das war 13. Okay, dann lassen wir das so erst einmal. Ach halt, ich wollte mal bei dem Pod gucken. Waffen? Nee. Wie war denn das? Pod-Programme. Ich hab doch nur Laser. Ich dachte, man kriegt noch speziell von denen was. Okay. Ich würde noch zu Fort Reservo gehen wollen. Und den nachher fertig machen. Ich glaube, nach links laufen wir schneller gegangen. Und nein, es suche ich dann beim nächsten Mal. Transport. Das ist richtig, oder? Wir finden es raus. Sieht relativ richtig aus. Muss ja sofort Gegner auf mich warten. Jetzt kann ich zweimal angreifen. Mit meinem Spezialangriff. Okay. Oh, was willst du denn von mir? Da lebt denn noch einer? Ich will die Gesundheit. Okay. Okay. Dort fährt etwas rum. Oh, das Servo ist weg. Das ist ein Trick. Wir müssen erstmal was loswerden. Stirb doch einfach. Oh, wir haben uns doch neulich was getroffen. Entschuldige, dass ich vor Schreck weggerannt bin. Mein Name ist Emil und wie man sieht, habe ich hier meinen Shop. Vielleicht ist ja etwas höher dabei. So geil, Emil. warte mal. Oh, in 20 Slots. Das ist gar nicht gut. Das ist alles 21.
Ich dachte, da vielleicht noch irgendwas Gutes da unten. Sport hebt Angriff von Spieler auf 280%? Wenn sie so viel brauchen würde. Okay, das macht eine Rache. Na, Schaden reflektieren. Okay. Ich dachte, er hat noch mehr als das. Ich freue mich schon drauf, schnell zu treffen. Wie bitte? Möchtest du wissen, wo ich lebe? Da habe ich dich gefragt. Nun, ich lebe tief, tief im Untergrund. Stell dir etwas Tiefes vor und dann noch tiefer. Du kannst mich gerne jederzeit besuchen. Kann ich das jetzt? Das mache ich irgendwann andermal. Achso, Preise irgendwas. Er hat auch echt nur Plunder, oder? Aber ich mag das irgendwie. Das ist cool. So, aber... dann beim nächsten Mal suchen wir 9S und bis dahin.